Das ist ein Rennen, wie ich es immer haben will, Alter. Das ist wirklich cool. Gefällt mir. Und es dauert fast 10 Minuten, oder? Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Forza Horizon 4 auf dem PC, Folge 47 hier. Und jetzt sind wir stehen geblieben. Hier geht's auch direkt weiter. Wir brauchen unbedingt Einfluss. Um die weiteren Straßenrennserien. Ach, guck mal, wir machen gleich mal so ein Rennen hier. Anderen Fahrer zu einem Kopf-an-Kopf-Rennen herausgefordert. Hey, mitmachen ist alles. Dafür verheizst du deinen nächsten Gegner. Und den letzten auch, falls du ihn nochmal siehst. In 200 Metern rechts abbiegen. Ah, ich sehe alles, ich gewinne auch nur. Weißt du, er rettet sich so beschissen, wie es hätte nicht beschissener gehen können, das muss man schon sagen. Ach, wir gehen einfach auf die Straße, so passt das auch. Das war zumindest der Plan. Im Kreisverkehr die erste Ausfahrt nehmen. Aber ich habe irgendwie Bock, die Straßenrennserie weiterzumachen. Ich will Richtung Level 20, dass wir das Goliath-Rennen nochmal kriegen. Ja gut, der Gegner war halt auch echt eine Flasche, ist so. Straßenrennenfahrer werden willst, solltest du kein Kopf-an-Kopf-Rennen auslassen. Wenn du genug gewinnst, wirst du mehr als respektiert. Du wirst gefürchtet. Oh, ist das schön. Und dann nebenbei direkt mal hier Dinger nochmal mitnehmen. Hier sind ja auch immer... Ah, guck mal, das gibt uns sogar auch Einfluss. Wir brauchen gar nicht mehr so viele, glaube ich, um die nächste Scheiß... Dings zu kriegen. Nächste Straßenrennserie. Und dann kriegen wir auch wieder Einfluss durch die Rennen und so. Und dann passt das auch wieder. Dann schalten wir nach und nach mehr frei. Oh, 3000 nochmal. Könnte doch langsam soweit sein. Gucken wir mal. Straßenrennserie. Genau. Erhöhe deinen Einfluss um 9000, um Stufe 11 zu erreichen. Brauche noch 9000 Einfluss. 9000! Warte mal, da war doch noch was frei. Wir können jetzt schnell reisen, oder? Ja, stimmt. Wir können das hier machen, das große. The Gauntlet. Wobei, machen wir es erstmal warm mit dem Ding hier. Ach, Schnellreise kostet immer 6000, ne? Jetzt. Und ich glaube es, ja, wir müssen halt die ganze Schnellreisetafel noch erwischen und dann wird es, glaube ich, kostenlos. Oder wenn man dieses Castle da holt, ich weiß es ehrlich gesagt überhaupt nicht. Wir spielen jetzt jedenfalls mit den Super-GTs. Ich glaube, da brauchen wir Unas Geländers Vagans. Was zum Fuck? Ein 8 Liter. Damit können wir es natürlich auch machen. Sehr schön. Nee, pass auf. Der Ford hat mir sehr gut gefallen, muss ich ganz ehrlich sagen. Den werden wir fahren. Der ist stark. Der ist halt auch geil, ne? Ah, ich weiß halt nicht. Das ist da derselbe hier. Ja, immer als Standard. Ja, geil. War auch nicht schlecht. Boah, ganz ehrlich, ich hab Bock mal, den 6x6er hier zu fahren. Wenn wir den nicht schon vorgeschlagen bekommen, dann nehmen wir den auch, ganz ehrlich. Dann, Junge, mach die Musik aus, alter Spiel. Ich krieg wieder Lizenzproblemchen hier. So, eine Rallye-Strecke. Joa, oh, der Ford. Als schwache Ausführung, okay. Mal gucken. Er hat halt nicht so gut Topspeed, wa? Kommt er gut weg. Ausgesprochen. Am Anfang. Und jetzt. Ja, okay. Es ist halt schon eine kranke Karre, Alter. Es ist halt wirklich eine kranke Karre. Die nicht um die Kurve kommt. Ein sehr schweres Getüm. Da muss man natürlich ein bisschen uns umdisponieren hier mit der Lenkung und mit der Bremse. Aber ich sehe, der ist leider nicht so stark. Müsst ihr mal aufrüsten, dann macht er vielleicht ein bisschen mehr Spaß. Ja, die hauen alle ab. Schade!
Ah ja. Ja, sag mal. Hallo? Was willst du ja eigentlich? Deiner winzigen Lamborghini hier. Aber es juckt ihn auch einfach gar nicht, ne? Dass er im Gelände so fährt. Gut. Können wir wegschmeißen, das Rennen. Schade, aber... Er macht trotzdem irgendwie Spaß zu fahren, muss ich schon sagen. Vielleicht kommen wir die ja noch ran, wer weiß. Gucken wir mal. Aber erst die Hälfte. Da ist es ein bisschen Topspeed hier, komm. Das kann es doch nicht sein hier. Zehnter. Bergauf beschleunigen, hat er da ein bisschen mehr Power als die anderen? Nein, hat er nicht. Er hat sogar weniger. Ja, fünfter Gang war echt keine gute Idee. Mal wie viel da einfach sind. Guck mal, jetzt. Na komm, einen Platz haben wir doch. Wow, ganz viele. Da ziehen wir doch überall durch. Schade, jetzt geht das Rennen zu Ende. Ja, wie beschleunigt mich hier raus? Oh ja, sicher. Ja, den Platz sneaken wir uns noch hier. Fünfter einmal hin, ist doch voll okay nochmal gewesen am Ende. Super, das ist doch toll. Ich bin mir zufrieden. Dafür, dass er komplett unaufgetuned ist und so. Ich finde das auch mal cool. Nicht immer mit 400. Mit 3 Endrohre. Krank. Boah, 4000 Einfluss. Das sind noch 2 Rennen, Alter. Komm, jetzt machen wir noch eine Gauntlet. Wie das Ding heißt. Muss man eine andere Karte dann aber nehmen, vielleicht. The Gauntlet. Keine Ahnung. Boah, es ist teuer, diese Reise, ne? Müssen diese Tafeln auch nochmal finden, dann wird's billiger dann. Nicht ganz so schlimm. So, jetzt nehmen wir dafür aber den Ford. Definitiv. Ach, meine Augen sind zu trocken mal wieder heute. Und dann geht's los. Ja, machen wir mal Radio aus hier. Der Gauntlet. Wie soll man das nennen? Komm, das können wir doch gewinnen hier. Das Rennen ist lang, das Rennen ist schön, hoffe ich. Und los. Und der Wagen ist stark. Dass wir den bis jetzt noch nicht gefahren sind. Der fährt auch wie eine 1. Das ist. Der gefällt mir richtig, richtig gut. Ah, shit. Bisschen zu früh. Schade, schade. Komm, Alter, 6% erst. So muss ein Rennen noch sein.
ey. So, komm, Vollgas. Alter, ist der schnell. Wir sind schon Dritter. Geile Strecke, wirklich. Solche Strecken feiere ich doch hier. Beiden hauen ab, ey. Nicht so schön, muss ich ganz ehrlich sagen. Mal gucken, ob wir da noch was machen können. Wir haben erst ein Viertel des Rennens, krank. Schön, endlich. Endlich mal was nach meinem Geschmack. Aber die anderen kommen ein bisschen näher. Zu nah. Und die anderen beiden da vorne gehen ein bisschen zu weit weg. Ah, rum, komm. What? Wie sind die denn da um die Kurve gedüst? Ach. Ja, komm, hochschalten, los. Nicht und Vollgas. Kann's weitergehen. Au. Komm rum. Jawohl. Ja, wir kommen noch ran. Das ist ein Rennen, wie ich es immer haben will, Alter. Das ist wirklich cool. Gefällt mir. Und es dauert fast 10 Minuten, oder? Ah. Jetzt kommt er mal langsam ran hier. Langsam, aber sicher. Meterchen für Meterchen nach vorne. Aber auf Straße ist er nicht so gut. Auf Gelände macht er Spaß. Und dafür ist er auch gemacht. Also perfektes Auto eigentlich. Haben wir gefunden für diese Meisterschaften hier. Auf der Straße viel zu heftiges Untersteuern. Da ist unser ganzer Aufholaspekt quasi wieder weg. Er weigert sich vollständig mit dem Lenken. Das sind wir sogar ein bisschen schlechter als die meisten anderen. Die sind ja auch locker an mir da mal in der Kurve einfach vorbeigezogen, weil ich hier einfach nicht rumkomme. Müssen wir uns halt mal die Zeit nehmen für die Kurven. Oder wir müssen sie einfach besser nehmen. Aber wir müssen auch auf jeden Fall ein bisschen früher bremsen. Sonst würdet hier nichts.
Schade, ich dachte, wir kommen noch mal ran, aber jetzt ist nur noch Asphalt oder so. Da ist nichts zu holen für uns. Aber dritter, also ganz ehrlich, da haben wir was geholt, finde ich. Also noch nicht gelenkt, wie es sollte. Zu schnell, zu schnell. Ja, wir nehmen schon maximal. Also da ist nicht mehr drinne. Die sind einfach OP da vorne. Ich weiß nicht, was das für Autos sind. Aber ich denke mal dieselben. Oh Mann, Fehler! Da vorne. Ich mache jetzt nicht so großartig, also bis auf, dass ich in jede fünfte Wand reinfahre, aber muss doch schon sagen, ich beherrsche das Auto jetzt nicht so schlecht, wie vielleicht manch andere. Senna. Ah, okay, dritter, ist okay. Aber noch ist nichts verloren, wir haben noch 20% des Rennens offen. Oh Gott. Ja, sicherlich. Hier Höhe. Höhe, genau. Hühner. So. Ja, ein Sprung ganz mies. Ach guck mal, im Gelände hat er auch viel mehr Grip. Auch einfach. Also. Das ist einfach ein Traum, dieses Auto auf Gelände. Ne? Selbst bei solchen Speeds. Ein Rennen bis tief in die Nacht rein, auch schön. Ah. Guck mal, wie wir rankommen hier. Das ist ja nicht normal. Ja, also. Warum muss der da stehen? Ich hasse es wieder hier. Es ist echt. Oh, ey, jetzt kommen wir noch so dicht hier ran an den Führenden. Oh, zieh da durch! Fast wäre es der zweite gewesen. Ein starkes Rennen. Mega stark. Ah, nicht schlecht, nicht schlecht. Er heißt nicht umsonst der Gauntlet. Sollen wir es nochmal versuchen? Nö, ganz und gar nicht. Bestes Rennen, Alter. Hat richtig Spaß gemacht. Das war geil, ey. Und das ist unser 9000 Einfluss. War perfekt auch in der Zeit, ey. Mensch. Ich habe eine weitere Gelegenheit für dich. Was hältst du davon, mit Alex am Upgrade-Service des Festivals zu arbeiten? Das macht dir garantiert Spaß. Noch ein Kapitel. What the fuck? Hey. Muss ich das in eine Straßenrennserie verdienen? Wir haben doch aber schon alle Rennen. Das ist doch wieder bescheuert. Jetzt muss ich zwingend eine Meisterschaft fahren. Finde ich nicht so schön. Ja.
80.000, 59.000. Digga, wie viel brauchen wir denn hier? Verdiene noch 660.000, geil. Oh, das finde ich auch beschissen, Alter. Jetzt müssen wir echt so eine scheiß Saison fahren, die ich nicht fahren will. Außenrennserie, Fanrennen abgeschlossen. Jetzt müssen wir hier echt scheiß Saison fahren, um hier weiterzukommen. Find ich beschissen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber Freunde, das verschieben wir auch dann auch wieder auf die nächste Folge. Da geht es dann nämlich an dieser Stelle hier weiter. Müssen wir an der Meisterschaft teilnehmen, können wir schon mal drücken. Ah, ich glaube, wir haben ja noch nicht mal ein deutsches Auto hier, ey. Ich werde wohl noch mehr hören, nachdem du dich angemeldet hast. Oh, easy, Mercedes ist ja da. BMW. Guck mal, den haben wir ja. Den können wir mal testen heute. Machen wir in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss und bis zum nächsten Mal.